Manche Leute sagen, dass Lesen reich macht und das kann tatsächlich so sein, aber was es wirklich tut, ist, dich geistlich und seelisch zu bereichern. Und das ist unbezahlbar. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video entsteht, weil Lena mir mal eine Nachricht geschickt hat und mich gefragt hat, ob ich irgendwie 5 bis 10 Bücher vorstellen kann, die ich empfehlen würde, die für den Lehrberuf sehr geeignet wären. Und ich möchte zuerst mal auf die Frage eingehen, warum überhaupt lesen oder so viel lesen, gerade wenn man mit dem Studium fertig ist, weil viele Lehrpersonen oder Menschen allgemein lesen nicht mehr immer so gerne. Natürlich, es gibt viele, die lesen sehr gerne, aber gerade die, die nicht so Lust haben, ich glaube, dass ein Grund ist, dass oft in der Schule, halt gerade in der eigenen Schulzeit, viele Bücher einem vorgesetzt wurden. Man musste das lesen, was die Lehrperson einem gegeben hat, und es war halt nicht immer das, was einen interessiert hat. Und bei mir war das genau so in dieser Weise, weil nach dem Gymnasium habe ich praktisch keine Bücher mehr gelesen über Jahre. Und dann habe ich mein Studium gemacht als Lehrperson an der pädagogischen Hochschule. Und klar habe ich mal das ein oder andere Buch gekauft zu einem Thema, das mich interessiert hat. Aber niemals in der Häufigkeit wie jetzt. Jetzt lese ich wirklich circa alle 2-3 Wochen ein neues Buch, mehr oder weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich habe einfach so viel Spaß daran und es bringt mich so viel weiter. Und das ist einfach so passiert, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach die falschen Bücher gelesen habe, mein ganzes Leben lang praktisch. Und ich habe einfach irgendwann entschieden, ich kaufe nur noch Bücher, auf die ich wirklich Bock habe. Und wenn du mehr lesen willst, um einfach ein erfüllteres Leben zu haben, sei es bei der Arbeit oder privat, egal wo, dann musst du einfach wirklich nur das lesen, was für dich persönlich wichtig ist. Und das ist so entscheidend. Also nur weil ich diese 9 Bücher sind heute kurz vorstellen werde, heißt nicht, dass eins von diesen genau das richtige Buch ist für dich. Letztendlich musst du ins Internet, in die Bücherei und recherchieren und überlegen, was interessiert mich wirklich, da mal ein bisschen Kundenrezensionen lesen vielleicht oder das Buch durchblättern und dir das zur Gewohnheit zu machen, wenn du morgens in die Bahn oder in den Bus steigst, einfach zu lesen, anstatt auf Facebook und Instagram und Snapchat oder was auch immer zu gehen und seien es nur 10, 20 Minuten am Tag, einmal hin, einmal zurück und seien es nur 5 bis 10 Seiten, mal kurz einen Blick hinein und ich lese auch wirklich eigentlich fast nur, ich sage jetzt mal, Sachbücher. Ich lese wenig Romane, vielleicht mal am Abend vorm Schlafen oder so, aber ich lese etwas, das für mich privat, für meine persönliche Weiterentwicklung wichtig ist oder was ich für mich als wichtig erachte und für den Beruf natürlich oder einfach sonst so Themen, die mich interessieren, vielleicht ein bisschen Psychologie, etwas über Jungen, das ich nachher erzählen werde, das ich für meinen Beruf brauchen kann und so weiter. Also wirklich, bevor du sagst, ich will was lesen, einfach die Frage zu stellen, warum? Warum will ich jetzt genau dieses oder dieses Buch lesen? Und nur wenn du ein Buch kaufst, auf das du wirklich Bock hast, so wie du Bock hast, in die Ferien oder Reisen zu gehen, weil ein Buch sollte wie eine Reise sein, auf die du wirklich, wo du eigentlich kaum erwarten kannst, wieder aufzuschlagen, weil alle 3, 4, 5 Seiten du was Neues lernst und für dich mitnehmen kannst, dann macht es wirklich Spaß. Gut, also die Bücher haben mich wirklich beruflich und privat so enorm weitergebracht die letzten 2, 3 Jahre. Ich habe das Gefühl, dass meine Lernkurve einfach so hoch gegangen ist, auch gerade verglichen zum Studium, wo ich auch dort einfach das lesen musste, was mir vorgegeben wurde, mehr oder weniger. Und jetzt lese ich wirklich das, was mich im Alltag betrifft und es bringt mich so enorm weiter. Und ich glaube auch, dass ich deshalb unter anderem sagen kann, dass ich in bestimmten Bereichen wirklich Erfolg habe als Lehrperson und so einfach enorm viel mehr Spaß an dem Beruf habe, als wenn ich einfach nach Gefühl irgendwie arbeiten würde und nicht auch mich mal über andere Quellen, gerade eine gewisse Wissenschaft mit einzubringen, wo wirklich empirische Studien zu bestimmten Themen vorhanden sind und mich wirklich professionell weiterbringen. Damit das Video nicht zu lange wird, und ich habe jetzt schon ein paar Minuten geschwatzt, versuche ich mit einem Timer mich auf maximal 60 Sekunden pro Buch zu konzentrieren und das im Schnelldurchlauf zu machen, damit wir irgendwann auch zum Ende kommen. Gut, fangen wir mit dem allerersten Buch an. Die Reihenfolge ist so, dass es mehr oder weniger so ist, dass ich hier angefangen habe und über die letzten 1, 2 Jahre bis hierhin gelesen habe. Also da bin ich jetzt gerade dran und ich habe auch nicht von jedem Buch jede Seite gelesen. Die meisten habe ich schon komplett durchgelesen, aber es gibt das ein oder andere Buch, wo ich auch noch einen Teil
noch lesen möchte, oder es gibt auch Bücher, wo ich immer wieder mal drin lese, wenn ich wieder wissen will, was da genau stand. Gut, fangen wir an. Buch Nummer 1, Gelassen und sicher im Stress. Das habe ich gekauft von Dr. Gerd Kaluza, über das habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Das war gerade in der Anfangszeit nach der pädagogischen Hochschule und ich hatte enormen Stress bei der Arbeit als Lehrperson. Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich so wie die meisten Lehrpersonen, wegen Störungen im Unterricht und der Übermenge an Pendenzen und Arbeit und Unterrichtsvorbereitung, Elterngespräche, bla bla bla, all das Zeug. Da habe ich einfach gedacht, wieso macht mich das mental so fertig? Und das ist ein Ansatz, der einerseits von der Biologie ausgeht vom Körper und wie das Gehirn funktioniert und was Stress ist und so weiter. Und dann Strategien, wie man das managen kann, und es hat mir wirklich enorm geholfen. Wir sind bei 5 Sekunden gleich und das kann ich sehr empfehlen für alle, die gestresst sind. Hat mir enorm geholfen. Gut, Buch Nummer 2, The 4-Hour Workweek von Tim Ferriss. Das ist jetzt überhaupt kein gewöhnliches Lehrerbuch. Eigentlich geht es mehr so um Selbstständigkeit, irgendwie selber mal was zu kreieren und zu verkaufen, sei es eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und ich bringe das Buch nicht ein, weil ich euch vom Lehrerberuf abbringen will, überhaupt nicht. Ich habe mich einfach schon immer interessiert fürs Selbstständigsein und irgendwie was kreieren und entwickeln. Aber warum ich dieses Buch kurz vorstellen möchte, sind zwei Prinzipien, und zwar das Pareto-Prinzip und das Parkinson-Prinzip. Das Parkinson-Prinzip ist genau das, was ich jetzt tue, und zwar eine begrenzte Ressource einsetzen, um zu meinem Ziel gelangen, jetzt noch 20 Sekunden, und das erhöht die Effizienz von der Arbeit. Das Pareto-Prinzip ist das andere 80-20-Regel. Da geht man davon aus, dass 20% von dem, was man tut, dass das 80% der Resultate bringen. Sprich, 80% der Arbeit manchmal nur 20% der Resultate bringen, also man sich auf die 20% konzentrieren sollte. Aber es gibt auch andere Bücher zu Pareto, die sehr empfehlenswert sind. Muss nicht dieses Buch sein. Ziemlich stressig hier. Dann, das Buch gibt es, soweit ich weiß, das gibt es auch auf Deutsch, das heißt The Happiness Advantage, das ist von Sean Aker, das ist ein Psychologe. Und das ist für mich irgendwie so eine kleine Bibel, weil da sind, glaube ich, ja genau, The 7 Principles That Fuel Success and Performance at Work, also 7 Prinzipien, wie man erfolgreich bei der Arbeit ist und einfach, ja, happy letztendlich ist bei der Arbeit. Und es geht um Dinge wie, man muss zuerst glücklich sein, um erfolgreich zu sein, und nicht zuerst erfolgreich, um glücklich zu werden. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und dann geht es um Dinge wie die Mitmenschen, welche entscheidende Rolle die haben und die eigene Haltung. Ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen, ich habe nur noch 10 Sekunden, aber das Buch ist für mich wahrscheinlich, gehört zu den Top 3 Büchern. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, der Glücklichkeitsvorteil, irgend sowas, aber von Sean Aker auf jeden Fall. Der Bücherlink wird in der Videobeschreibung sein. Nächstes Buch, Stärke statt Macht von Haim Omer. In diesem Buch habe ich noch nicht so viel gelesen, aber die ein oder anderen wichtigen Seiten. Und ich bin auf dieses Buch gekommen durch eine andere Lehrperson bei uns an der Schule. Da ging es gerade auch bei mir in der Anfangsphase im Beruf darum, dass ich nicht versuche, meine Macht auszuspielen als Lehrperson, nur weil ich die Autorität bin, weil ich die Zeugnisse schreibe letztendlich und so weiter, sondern dass ich mich versuche, auf Augenhöhe zu stellen mit den Schülern und Schülerinnen und sie zu unterstützen und nicht die Haltung zu haben, ich bin höher und besser als ihr. Und deshalb entscheide ich über euch, nein, wir sind gemeinsam Reisende, wir sind auf einer Reisenderschule und ich möchte dir helfen, zu deinem Ziel zu gelangen. Und ich mache dir Angebote, ob du sie schlussendlich entgegennimmst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Und das ist einfach eine Haltung, die enorm viel hilft, dass man nicht immer so frustriert ist als Lehrperson mit Störungen im Unterricht. Das ist sehr hilfreich für das. Gut, nächstes Buch, The Coaching Habit. Ich glaube, das gibt es wirklich nur auf Englisch, aber es gibt auch andere Bücher zu Coaching. Das Thema Coaching ist sehr weitläufig und zum Teil auch ein bisschen schwammig und es gibt sicher bessere Coaches und weniger gute Coaches. Aber ich habe dieses Buch genommen, es heißt Say Less, Ask More and Change the Way You Lead Forever von Michael Bungay Stanier, ein Amerikaner, glaube ich. Und es sind, glaube ich, 7 Fragen, die er hier vorstellt. Und letztendlich geht es einfach um die Haltung, dass wenn man mit Schülern oder mit Mitarbeitern spricht, dass man nicht einfach die ganze Zeit Ratschläge gibt, wenn man zuhört und aktiv zuhört, indem man ja Ratschläge gibt, sondern einfach
Fragen stellt und versucht mit den Fragen ein bisschen implizit die Person selbst auf die Lösung zu bringen, wenn es irgendwie geht. Geht nicht immer, aber es ist ein viel größerer, viel mehr Dialog entsteht dabei, als wenn man immer nur zuhört und sagt, seine Meinung sagt. Das bringt nicht immer sehr viel für die Person, die einem seine Probleme erzählt. Gut, jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsautoren und ich bin auf ihn gekommen durch Videos, die findet ihr auf YouTube. Es lohnt sich nur schon mal ein 10-minütiges Video von Simon Sinek zu schauen. Ich glaube, er ist Südafrikaner, der aber in den USA lebt und er macht im Prinzip Weiterbildungen für riesige Unternehmen und zwar für die Führungsetagen, wie dass sie Teams kreieren können und Arbeit kreieren können für ihre Mitarbeiter, so dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und wirklich Spaß haben in der Arbeit und nicht einfach das als Job sehen und einfach 9 to 5 reinkommen und wieder rausgehen und auch nur auf die Uhr gucken, bis sie wieder gehen können, sondern so, dass man eine Haltung kreiert und auf Beziehungsebene arbeitet mit den Leuten und sich es nicht einfach als Angestellte sieht, sondern als eigentlich Mitarbeiter ein Teil einer großen Familie sind und man sich darum kümmern sollte, wie ein Kind, das in der eigenen Familie ist und so einfach glückliche Leute in dem Unternehmen sind, auch unter Lehrpersonen und auch einfach bessere Arbeit geleistet wird letztendlich. Das Buch von Simon Sinek heißt auf Deutsch Gute Chefs essen zuletzt. Sehr empfehlenswert. Gut, das drittletzte Buch, Jungen von Steve Biddulph, ein australischer Kinderarzt. Der hat ganz viele Bücher rausgebracht. Das andere ist Wie Kinder glücklich werden, glaube ich, heißt. Das ist auch ein sehr tolles Buch. Und ich habe jetzt einfach das genommen, weil, ja, es gibt die Tendenz im Pubertätsalter, aber auch vorher und nachher, dass Jungen in der Schule mehr auffallen. Tendenziell. Natürlich gibt es auch Mädchen. Aber ich wollte einfach mich mehr auseinandersetzen mit dem Wachstum und dem, was abgeht im Kopf von Buben. Weil ich arbeite mit 7- bis 9-Klässlern, also meine Schüler sind so zwischen 12 bis 15, 16 Jahre alt. Also volle Pubertät und ein Beispiel, das mir wirklich einfach die Glühbirne über dem Kopf da geleuchtet hat, 10 Sekunden, ist, dass in der Pubertät der Testosteronspiegel einfach exponentiell abgeht bei den Schülern und kein Wunder sind sie dann so lebendig im Unterricht. Und das hilft enorm, das Verständnis für Jungen zu haben als Lehrperson und sich nicht immer so aufzuregen, nur weil Jungen sich einfach mehr bewegen müssen und so weiter. Zweitletztes Buch, Drive, ein Hammerbuch von Daniel Pink. Daniel Pink hat zuerst eigentlich Juristik studiert, ist aber letztendlich Bücherautor geworden, weil er gemerkt hat, dass er, glaube ich, einfach ein guter Autor ist und er macht extrem viel, im Prinzip wissenschaftliche Bücher. Er nimmt verschiedene Studien zu einem Thema und bringt sie alle zusammen über dieses Thema. Und man kann einfach extrem viele Geschichten lesen in diesem Buch Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Es geht letztendlich um intrinsische und extrinsische Motivation. Und es geht auch nicht darum, dass extrinsische Motivation immer schlecht ist, aber was es braucht an gewissem Maß an extrinsischem und ab wann das die intrinsische Motivation enorm wichtig wird. Und sei es bei der Arbeit als Lehrperson oder sei es für die Schüler. Und wenn man das liest, dann erkennt man einfach viel besser, wie man als Lehrperson arbeiten kann, sodass die Schüler Bock haben und motiviert sind, in die Schule zu kommen und nicht einfach nur mitmachen, nur weil du es als Lehrperson sagst, sondern weil sie wirklich Spaß daran haben. Okay, allerletztes Buch, John Hattie, die Hattie-Studie, das ist jetzt nicht die Hattie-Studie selbst, das habe ich nicht mehr gebracht, weil das Ding ist 500, 600 Seiten lang, habe ich auch auf Englisch gelesen, ist aber meiner Meinung nach wirklich ein schwerer Brocken für, ja, gerade eine Lehrperson, die vielleicht nicht immer so viel Zeit hat zum Lesen, aber dieses Buch hier, Kenne deinen Einfluss, mit Klaus Zierer zusammen, ist wirklich, finde ich, eine schöne Zusammenfassung und ich habe jetzt etwa 3/4, ein bisschen mehr als die Hälfte gelesen und das ist einfach für mich wissenschaftliches Arbeiten als Lehrperson. Und natürlich, ich habe auch schon ein Kritikvideo zur Hattie-Studie gemacht, aber wenn man als Lehrperson die Hattie-Studie ignoriert oder nur so Kaffeesatz liest, das muss man wirklich lesen. Also nur von 2-3 Videos über John Hattie wirst du nicht genügend erfahren, ich habe noch 10 Sekunden. Das ist für mich professionelle Arbeit und wie gesagt, es ist nicht alles immer genau meiner Meinung nach, aber man kann so enorm viel lernen von wirklich wissenschaftlicher Arbeit und nicht einfach arbeiten nach Gutdünken, sondern das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, doch, da sind wirklich
Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Schülern beteiligt gewesen. Und da können wir wirklich davon ausgehen, dass das eher stimmt als etwas, was ich als Erfahrung manchmal mache als Lehrperson im Alltag. Okay, das war's für heute. Wenn ihr die Bücherlinks in der Videobeschreibung benutzt, dann könnt ihr mich unterstützen, weil von jedem Buch oder auch andere Dinge, die ihr dann über Amazon bestellt, erhalte ich eine winzige Provision. Und ja, das Wichtigste ist wirklich einfach, lest, auf was ihr Bock habt, und lest nicht nur, weil ich es euch vorgestellt habe. Und es soll euch einfach weiterbringen, und macht euch es zur Gewohnheit, dass ihr nicht in der Bahn und einfach bei Gelegenheit wieder mal auf Social Media seid. Ich weiß, wir sind hier auf YouTube, aber es hat mich persönlich so viel mehr weitergebracht, täglich, seien es nur 10 Minuten zu lesen, und ich bin ein besserer Lehrer, ich bin ein besserer Mensch, ich weiß mehr, ich bin ausgeglichener. Ja, ich glaube, viel mehr muss ich nicht dazu sagen. Gut, das war's für heute. Danke, Lena, für deine Anfrage. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein anderes Video zu Büchern. Schickt mir gerne andere Anfragen, wenn ihr Fragen habt zum Beruf, zu all diesen Themen, die ich bespreche allgemein. Und vielleicht kann ich dann ein weiteres Video machen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.